Meine lieben Schrauberfreunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, was ihr hier auf dem Boden seht, ist mein Motorradanzug. 4500 Kilometer circa und 9 Länderüberquerungen von Deutschland bis nach Griechenland. Igoumenitsa war die Reise. Dementsprechend dreckig sieht der Anzug aus. Und ja, das Schlimmste ist nicht der Staub außen, der da drauf sitzt, sondern das Schlimmste ist innen drin im Anzug, was man da reingeschwitzt hat. Man kennt es sicherlich, hier könnt ihr das sehen, da ist so ein Mesh mit drinnen und ja, bei 47 Grad in Albanien und Griechenland schwitzt man ordentlich. Auch wenn alle Lüftungen alles offen ist. Das Problem ist, ihr kennt es beim schwarzen T-Shirt, wenn man ein schwarzes T-Shirt im Sommer anhat und ordentlich geschwitzt hat, das T-Shirt wieder trocken ist, sieht man so richtig schöne weiße Schweißränder und das Weiße, was man da sieht, das sind Salzkristalle, die wir Menschen halt ausdünsten. Sprich, die ganzen Salze und Elektrolyte, die wir haben, die dünsten wir aus. Hier hinten könnt ihr sehen, das ist die wasserdichte Gore-Tex-Membran von der Jacke. Hier ist die wasserdichte Gore-Tex-Membran von der Hose. Die wird separat gewaschen. Wie wasche ich das Ganze? Das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Den Anzug habe ich bis jetzt nur ein einziges Mal gewaschen und der ist jetzt gute 8 Jahre alt. Ist ein Büse-Anzug. Also ich bin eigentlich top zufrieden damit. Demnächst wird es vielleicht ein Climb-Anzug werden. Climb-Klim oder ein Startler mit einer Gore-Tex Pro oder Plus Membran. Letzten Endes ist es dann Laminat, aber dazu in den weiteren Videos mehr. Ja, kommen wir zu der Vorbereitung. Was habe ich hier vorbereitet? Als erstes muss aus der Hose und der Jacke komplett die Protektoren müssen hier raus. Hier könnt ihr sehen, die Protektoren, Rückenprotektor, Schulter und Ellbogenprotektoren sind draußen, Knie- und Hüftprotektoren sind alle draußen. Das erstmal rausholen, hier ist noch meine Regenjacke. Das muss man alles raustun und dann kann man im Prinzip, wenn man die Membran, die da liegt, von den Teilen, sprich Hose und Jacke, rausgetrennt hat, dies hier ganz normal mit einem ja, Waschmittel eurer Wahl waschen. Ich habe dafür ein spezielles, das zeige ich euch. Mit normalem Waschpulver oder sowas würde ich die Sachen nicht waschen, auch wenn hier in dieser Hose und der Jacke jetzt keine Membranfunktion mehr ist, weil die Membran, wie gesagt, draußen ist. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch jetzt, womit ich erstmal hier die Hose und die Jacke waschen werde und womit ich die Membran waschen werde, denn die Membran würde mit normalem Waschmittel verkleben, wäre dann nicht mehr atmungsaktiv und würde ihre Funktion nicht mehr beibehalten und das wollen wir natürlich nicht. Ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen, hier für die Jacke und die Hose nehme ich hier so ein Perwoll Sport Aktiv Pflege ja, Waschmittel. Da könnt ihr sehen, Membran erhalten steht da drauf, hygienische Reinheit und geruchsneutralisierend. Weiß der Geier, was da für ein Zeug drin ist. Aber wie gesagt, damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, was den Kombi an sich angeht oder auch Funktionskleidung, wo man eine ja, Membran innen drin hat. Ich vertraue dem Ganzen aber nicht. Ich setze dann für die Membran lieber hier sowas ein. Das S100 Funktionswaschmittel, wie man das anwendet, steht hier drauf, je nach Verschmutzungsgrad. Verschmutzungsgrad 1, 2 oder 3 nimmt man dann bestimmten Inhalt in diese ja, Glocke hier rein oder in diesen Behälter mit rein, wirft das Ganze gleich mit rein in die Wäsche, die drinnen ist und ich mache es immer gerne bei der Membran so, dass ich noch ein Baumwollhandtuch einfach mit reinlege oder so ein, wie nennt sich das, so ein Mikrofaserhandtuch mit reinlege, damit die Membran in der Trommel, ich zeige euch jetzt mal die Trommel, die ist nämlich hier aus Edelstahl, damit ja, die Membran hier ein bisschen schonender läuft, lege ich da nochmal ein Handtuch mit rein, dass die Membran da keinen Schaden von der Trommel nimmt, obwohl die ja überhaupt nirgendwo scharfkantig oder dergleichen ist. Bei den neuen Waschmaschinen ist das wirklich schon super. Aber wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger. Ich möchte ein bisschen was von meiner Membran noch haben. Also wie gesagt, Membran einmal separat damit waschen, gut ausspülen. Ich mache es dann meistens so, dass ich auch die Jacke und die Hose einmal auf der Innenseite wasche. Kurzprogramm 30 Minuten. 30 Minuten innen, 30 Minuten außen oder 30 Minuten innen, 45 Minuten außen, je nachdem, wie verdreckt das Ganze ist, auf 30 Grad Kurzprogramm oder im Feinwaschgang oder pflegeleichten Waschgang, je nachdem, was eure Waschmaschine euch da bietet. Und das hier, wie gesagt, für die Membran. Wenn wir uns die Jacke mal anschauen, dann kann man es richtig sehen.
Ich meine, die hat jetzt ein bisschen Regen noch mit abbekommen, aber die ist wirklich schon ordentlich dreckig und da ist wirklich so viel Staub von den Schotterpisten aus Albanien und Griechenland, aus den Bergen mit drin und Nordmazedonien. Ja, das ist halt einfach komplett versifft, das Ding, und innen drin ist die wirklich schon so richtig klamm vom Schweiß. Deshalb schmeißt man die jetzt mal rein und werden die jetzt hier erst einmal außen waschen, so gute 45 Minuten lang auf einem Waschprogramm zusammen mit der Hose. Dann hole ich die raus, werde sie auf die Innenseite nochmal umschlagen und die Innenseite auch nochmal auf 30 Minuten waschen. Was nehme ich hier für ein Programm? Wie gesagt, extra kurz, 30 Minuten für die Innenseite und außen wasche ich fein Seide oder man könnte auch Wolle waschen, den Wollwaschgang nehmen, und der liegt hier, wenn wir es gleich sehen werden, bei ungefähr 45 Minuten. 2 Kilo haben wir jetzt drin, ist ja schön. So, 43 Minuten. Ganz wichtig, was noch zu erwähnen wäre, alles aus den Taschen rausnehmen, Feuerzeuge, Taschenmesser, Papier, was ihr da drin habt, alles raus, die Taschen leer machen, alle Taschen zu, alle Reißverschlüsse zu, auch hier so diese Belüftungsreißverschlüsse, die man hier so in diesen Klamotten hat, alles zumachen und wie gesagt, die Glättverschlüsse auch zumachen und dann das Ganze hier schön rein. Es gibt hier bei den Textilanzügen hier noch ein paar Warnhinweise. Die meisten Textilanzüge dürfen nicht chemisch gereinigt werden, nicht geblichen werden und auch nicht gebügelt werden. Darauf sollte man achten. Und ja, keine Wäschetrockner. Also die sind absolut nicht Wäschetrockner geeignet. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und man sollte nur feine Waschmittel benutzen für diese Sachen. Eine maximale Temperatur von 30 Grad nicht überschreiten und ja, gründlich ausspülen. Deshalb mache ich nach dem Waschgang, wenn ich dann die Innenseite hier durchlaufen lassen habe, nochmal zusätzlich einmal spülen und schleudern. Und schleudern tue ich auch nicht mit 1200, sondern mit maximal 800 Umdrehungen. Und ja, das Restliche muss dann halt draußen auf der Wäscheleine trocknen. Freunde, der erste Waschgang ist fertig. Jetzt hole ich hier das ganze Gedöns mal raus. Wie ihr seht, habe ich da auch nochmal Handtücher mit reingemacht, damit das Ganze hier ja geschont ist. Und ja, super schön. Schaut die Hose jetzt schon aus. Jetzt hole ich hier die Hose, die Jacke raus, drehe sie auf links und werde sie nochmal laufen lassen, aber hier auf diesem Kurzprogramm 30 Minuten oder nochmal auf dem Wollprogramm, um die innere Seite hier auch nochmal richtig auszuwaschen, weil für mich ist die innere eigentlich schon fast die wichtigste, weil wie gesagt hier sich vom Schweiß die ganzen Salzkristalle drinnen ablagern. Zweiter Waschgang läuft, 43 Minuten und danach hängen wir das ganze Zeug raus. Freunde, Jacke ist am Trocknen, meine Kleine, die schreit da schön im Hintergrund, Hose ist auch am Trocknen. Ja, mit dazu habe ich sowas, ein paar Zeugs da reingeschmissen, ein paar Helm, Tüten, Taschen. Das hat gepasst. Jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich die Gore-Tex-Membran da reinschmeißen und waschen. So, Wäschetrockner ist auch am Laufen. Meine Kleine, die ruft mich schon. So, einmal die eine Membran, das ist die Hose, das ist die Jacke, zweite Membran da rein. Und damit das Ganze hier auch noch ein bisschen geschont wird, hauen wir da jetzt noch ein Handtuch mit rein. So sieht es aus und jetzt kommt das Waschmittel hinein. Von diesem Waschmittel habe ich jetzt hier ungefähr 50 Milliliter. Das Ding kommt jetzt hier direkt mit da rein. Das setzt man da rein, da drin sitzt es, da könnt ihr sehen. Klappe zu. Und jetzt gehen wir hier wieder auf Feinseide und lassen das Ganze bei 30 Grad 800 Umdrehungen schleudern, laufen. Das Trocknen vom Motorradanzug schaut dann folgendermaßen aus. Ja, hier ist im Prinzip meine Heizungsaußeneinheit von der Wärmetauschpumpe. Alle Lüftungskanäle, alle Taschen, alles schön aufgemacht und ja, schön raus in die Sonne gehangen, damit alles super schön trocken wird. Zum Schluss werde ich das Ganze oder den ganzen Anzug nochmal mit Imprägniermittel imprägnieren. Dazu nehme ich ein Imprägnierspray. Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und hier könnt ihr die Hose sehen, die trocknet hier auf dem Wäscheständer. Einen Tag später, ja, Membran, sprich die Hosenmembran ist wieder sauber. Hier könnt ihr sehen, das ist so ein leicht, ganz feiner, gummierter Stoff. Ist auch nichts kaputt gegangen oder dergleichen. Wie gesagt, das Handtuch reinlegen ist immer sehr, sehr gut. Hier könnt ihr nochmal diese verschweißten Nähte sehen, dass die Nähte auch dicht sind. Ja, die Jacke, die Gore-Tex-Membran schaut super bombastisch aus.
Hose ist auch jetzt wieder sauber. Hier scheint jetzt endlich mal so ein bisschen die Sonne nach diesen, ja, 3, 4 trüben Augusttagen dieses Jahr. Brutal. Also ich bin aus 47, 36 Grad nach Deutschland gekommen und ja, was habe ich wiedergefunden? 13 bis 16 Grad, ich friere wie ein Schwein, ganz ehrlich, Pullover an, fühlt sich total herbstlich an, aber das nur mal so am Rande. Wie gesagt, die Hose schaut jetzt wieder aus wie neu, ist schön sauber, kommt im Video vielleicht nicht so rüber, weil die Sonne hier so drauf scheint und der Weißabgleich nicht ganz passt. Ist schön satt schwarz wieder alles, die ist noch ein bisschen klamm, ein bisschen feucht, die Protektoren habe ich jetzt alle wieder reingesetzt an Ort und Stelle, auch in der Jacke. Und jetzt hänge ich das Ding draußen auf der Terrasse auf, damit das hier in der Sonne noch ein bisschen komplett austrocknen kann. Ja, das war's zu diesem Video, wie man letzten Endes hier so ein Textil-Motorrad-Kombi mit einer Gore-Tex-Membran reinigen kann. Da braucht man überhaupt gar keine Angst haben, das Ding in die Waschmaschine zu schmeißen, wenn ihr so ein paar Dinge beachtet bei diesen Textil-Kombis mit einer wasserdichten Gore-Tex-Membran. Es gibt auch andere, ich glaube Sympatex oder wie auch immer. Gore-Tex ist ja nur eine. Ich glaube, hier ist sogar eine Sympatex, schaut euch an. Das ist eine Sympatex und keine Gore-Tex, die hier in dem Büse drin ist. Ja, so wird es halt gemacht. Wenn ihr Produkte braucht, schaut unten in der Videobeschreibung. Dort findet sie, dort werde ich euch das Ganze verlinken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Euer Chris von BrainX. Ciao.